Kapitel 5x, ungebrochenes Herz. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem 8, The Sacred Stones. Welch angenehme Überraschung, es ist Meister Walter. Wie ist die Situation, Tirado? Habt ihr Ephraim schon gefangen nehmen können? Nein, Prinz Ephraim kämpft noch immer in den Ländern nördlich von Renwall. Und warum ist das so? Was ist mit all den Söldnern geschehen, die ihr angeheuert habt? Sie haben sich als völlig unbrauchbar herausgestellt. Ephraim ist nicht dumm. Seine Bande greift schnell an und zieht sich danach wieder in die Wälder zurück. Wir haben mehr als doppelt so viele Leute wie er, aber er vermag es, im Kampf das Terrain sehr zu seinem Vorteil zu nutzen. Er hat keine Armee, nur eine kleine Truppe bestehend aus Rittern, die René die Treue geschworen haben. Prinz Ephraims Ruf als hervorragender Stratege scheint wohl verdient zu sein. Wie interessant. Der Junge beginnt meinen Appetit anzuregen. Tirado bringt ihn so schnell wie nur irgend möglich vor mich. Wie ihr befehlt. Gewährt mir eine Armee und ich werde ihn schnell zu Fall bringen. Welchen Plan füllt ihr im Schilde? Meister, ich bin euer Es hat so gut funktioniert bis hierhin. Meister, ich bin euer loyaler Adjutant und ihr seid mein General. Ich muss das nachgoogeln, was Adjutant heißt. Für euch, mein Lord, habe ich stets viele Pläne bereit und in der Hinterhand. Wirklich? Nun denn, lasst sie mich hören. Wie ihr wünscht. Zuerst solltet ihr und auch ich dieses Fort verlassen und nach Norden ziehen. Dann werden wir Prinz Ephraim in seinem belaubten Laufstall finden. Aber so leicht lässt er sich nicht finden. Sorgt euch nicht. An Prinz Ephraims Seite befinden sich, sagen wir mal, ein Freund. Verräter! Wenn der passende Zeitpunkt gekommen ist, wird unser Freund seinen Zug machen. Okay, jetzt müssen wir raten, who's that Verräter? Fort, wie sieht es mit Vorräten und Ausrüstung aus? Nicht besonders gut. Unsere Waffen sind im schlechten Zustand. Und langsam gehen uns die Lebensmittel aus. Wir könnten uns vermutlich in einem nahegelegenen Dorf versorgen, aber... Nein, das ist keine Option. Wir befinden uns auf feindlichem Gebiet. Solange ich es vermeiden kann, werde ich keine Unschuldigen mit hineinziehen. Ja, ich ahnte, dass ihr so etwas sagen würdet. Genau aus diesem Grund sind wir immer noch an eurer Seite. Aber irgendwann müssen wir uns der Realität stellen. Was sollen wir tun? Gerüchte besagen, dass die Invasion in René sehr weit vorangeschritten ist. Ich hörte, die Hauptstadt sei gefallen. Ha, so früh. Aber mein Vater befindet sich in der Hauptstadt. So schnell ergibt er sich nicht. Forde, Kai, unsere Mission hier ist es, den Truppen zuzusetzen, ihren Blick auf uns zu lenken. Hoffentlich sind wir in der Lage, Vater und Erika genug Zeit zur Flucht zu verschaffen. Okay, es sind nur drei Leute, die da unten Trouble machen. Habe ich das richtig verstanden? Nur drei Leute. Bisschen riskant für einen Prinzen, aber okay. Kyle, hast du irgendwas von Orson gehört? Ich habe ihn vorgeschickt, um das Gebiet auszukundschaften. Okay, es sind vier. Noch keine Nachricht. So langsam wird es Zeit, dass er zurückkehrt. Ich erstatte euch Bericht, Prinz Ephraim. Das ist der Verräter. Das sehe ich jetzt schon. Keine Ahnung, es ist seine Art. Vielleicht liege ich falsch. Aber irgendwie alles an ihm schreit so danach. Ich werde dir den Rücken stechen. Deswegen werde ich ihn noch so sprechen. Ich kann die Präsenz Gradus an mehreren Punkten rund um unser Lager bestätigen. Außerdem wurde ein großes Bataillon von Soldaten von Renwall ausgeschickt. Wir sollten hier nicht länger als nötig verweilen. Ich verstehe. Es scheint, als hätten wir diesmal Gradus Aufmerksamkeit definitiv auf uns lenken können. Sollten wir uns in die Hauptstadt zurückziehen, Prinz Ephraim? Nein, wir ziehen weiter. Wir werden Renwall einnehmen. Was? Ja, richtig, was? Zu viert? Ein Schloss? Das ist also Renwall. Nun gut, vorwärts. Seid ihr sicher, dass ihr bei klarem Verstand seid, Prinz Ephraim? Okay, ich hoffe, dass das nicht der Verräter ist. Der gefällt mir bisher. Eine ganze Armee ist hinter uns her und ihr wollt ihre Hochburg stürmen? Wenn er das so sagt, klingt das, als ob das total verrückt wäre. Forde, hüte deine Zunge. Es ist unser Prinz, den du hier ansprichst. Kai, bitte, es ist schon in Ordnung. Wir haben keine Nachricht von zu Hause erhalten. Welchen Harm kann eine kleine waghalsige Belagerung schon bringen? Prinz Ephraim. Keine Sorge, ich habe meinen Selbsterhaltungstrieb noch nicht verloren. Renwall ist ein wichtiger Ort in Gradus nationaler Verteidigung. Wenn wir die Oberhand gewinnen und die Stadt kontrollieren können, zu viert, wird Gradu viele wertvolle Soldaten bei dem Versuch verschwenden, sie zurückzuerobern.
Ich hoffe nur, dass unser Angriff für meinen Vater und Erika nützlich ist. Ich verstehe, was ihr sagt, aber können wir denn mit unseren momentanen Stärke irgendwas ausrichten? Richtig. Jeder Soldat in diesem Gebiet ist auf der Suche nach uns. Der Feind ist uns zahlenmäßig weit überlegen. Das stimmt. Das Schloss anzugreifen ist eine lächerliche Idee. Das stimmt auch. Wenn der Feind auch so denkt, haben wir vielleicht einen Vorteil. Naja, also wenn das wirklich ein Schloss ist, kann man doch die Zugbrücke hochziehen und dann, ne? Also, keine Ahnung. Da habt ihr nicht Unrecht, naja. Ich bin mir sicher, dass Renwall nicht erwartet, dass wir mit einer so geringen Zahl an Kämpfern angreifen werden. Außerdem können wir nicht auf ewig davonlaufen. Und unsere Vorräte gehen zu Neige. Was haben wir schon zu verlieren? Bereiten wir uns vor. Ja, denn wenn wir jetzt nicht schnell handeln, bekommen wir vielleicht niemals wieder eine zweite Chance. Vertraut mir, ich provoziere keine Kämpfe, die ich nicht gewinnen kann. Ja, Sir. Okay, sind wir jetzt zu viert? Echt? Spielen wir jetzt mit Ephraim? Ein Angriff von Ephraims Truppen? Ja, zu den Waffen. Prinz Ephraim hat den Spieß umgedreht und den Kampf vor unsere Tore gebracht. Wenn wir den Prinz hier gefangen nehmen, werden unsere Taschen mit Gold gefüllt. Habt ihr verstanden? Wir werden reich sein. 4 Leute gegen 20? 25? Wie viel sind das? Orson. Ja. Deine Wunden sind seit dem letzten Kampf noch nicht verheilt. Bürde dir nicht zu viel auf. Wenn wir besiegt werden, musst du nach Frieda zurückkehren. Verstanden? Warum? Warte. Verstanden. Kyle Forde vorwärts. Er sagt uns also gerade, wir sollen ihn nicht benutzen. Vielleicht, weil er keine EP verdient als Verräter? Weil er bald sterben wird? Wenn ich so falsch liege bei dem, dann tut's mir leid, aber es ist mein Eindruck. Wir spielen mit Ephraim. Tatsächlich. Cool. Da ist er. Der Lord. Sieht schon mal besser aus als Erika tatsächlich. Hat das Radiant Life stark gegen Kavallerie und Ritter. Eine ganz normale Lanze. Und eine Stahllanze, okay. Gut. Stark gegen Kavallerie und Ritter, sehr gut. Was haben wir noch? Wir haben hier Ford, den mag ich sehr gerne bisher. Mit einem Stahlschwert und einem Langspeer. Level 6 allerdings schon. Okay. Sieht aber ganz ordentlich aus, kann ein bisschen was in Lanzen vor allem. Und dann haben wir noch Kyle, auch ein Kavallerie-Soldat. Level 5, ein Level drunter. Und ja, ungefähr genauso wie Kyle, ne? Ja, 9 Verteidigung, warte. Kurz checken, 8 Verteidigung. Also er ist ein Level drunter, hält aber jetzt schon mehr aus. Und da ist noch Orson, der Rittmeister. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir... Also Rittmeister ist ja eine aufgestiegene Klasse. Und die Tatsache, dass wir immer die beiden hier, also Kyle und Forde, im Dialog hatten und ihn nicht, sagt mir irgendwie, dass die beiden so zusammengehören mit Ephraim und der irgendwie so gesondert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon Rittmeister bekommen, einfach so. Also noch eine promovierte Einheit nach Seth, das glaube ich nicht. Gut, ist auch wurscht. Wir gucken mal kurz den Boss hier an. Zonta. Mit einer Stahlklinge, das ist ein Söldner. Joa. Sieht aber nicht sonderlich gefährlich aus. Was aber gefährlich aussieht, sind hier diese ganzen Einheiten, die wir jetzt zu viert bashen dürfen. Das wird interessant. Gut, wir haben hier einen Typen. Bewegt er sich? Vielleicht bewacht er auch nur. Gut, also was ich hier schon mal machen kann, ist die beiden hier angreifen. Die Frage ist, ja, Kyle, haut rein. Aber richtig. Voll gut. Ich glaube, ich level aber eher seine Schwertkunst. Auch wenn das ein bisschen safer ist. Kommt von da oben was? Nö. Na dann. Dann mach ich das mal. Und Kyle darf mit der Stahllanze ein bisschen reinhauen. Komm. Ach, Kyle. Und ich habe die Animation natürlich noch nicht an, weil das ja immer jedes Mal geändert wird. 1-1-1-1. So. Ja gut, dann Ephraim, tu deinen Job. Regen Life haut aber ordentlich ein. Heiliger. 2x18 und... oh Gott. Was ist Ephraim für eine overpowerte Einheit? Ist ja krass. Okay, wie viel Schaden nimmt er mit der normalen Stahllanze? 5. Okay, das heißt, ich habe noch 18 Leben. 12, der macht auch 5, das sind dann 10. Der kommt nicht hin und der macht 13 Schaden. Das ist dann ein Schaden mehr, also 6 Schaden. Das würde er überleben, also komm, ne, warum nicht? Hau ihn weg.
Ach, wie geil. Eine Bodeneinheit mit einem Speer. Das gab es ja in Awakening gar nicht. Und das, ich hab mich gefreut, als ich das dann in Fates gesehen habe, dass da diese Speermeister gibt. Und schön, dass das hier auch so ist. Tatsächlich. Ford. Wie viel PS hast du unter der Haube? Kannst du da 3 Schaden machen? 4 Schaden? Aber du hast einen Langsperr. Moment. Vielleicht kann ich ganz uneigennützig. Ich habe das auch ein Feld hier. Eine Säule, die gibt sogar Verteidigung. Ich glaube, ich stelle mich hier unten hin und lock den Bogenschützen hier runter mit dem Langsperr und lass ihn halt einfach mal kommen. Und ja, Orson sollte sich zurückhalten, ne? Würde ich mal sagen. Der miese Verräter! Ich finde es bisher sehr offensichtlich, dass er der Verräter ist. Aber vielleicht bin das auch nur einfach ich. So, die Wache kommt nicht an. Wirklich nicht? Hat er keine Lust auf uns? Oh, da kontern wir mit 10 Schaden. Und in der nächsten Runde ist er dann noch kaputt. Also die alle Einheiten, die wir gerade bekommen haben, gefallen mir eigentlich ganz gut bisher. Die Frage ist, werden wir dann irgendwie danach mit Erika dann wieder spielen? Oder wie sieht das dann aus? Das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Oder ob wir uns entscheiden können vielleicht. Das wäre noch cooler. Dann kann ich endlich von Erika weggehen. Das wäre ziemlich geil eigentlich. So, du. Übrigens, was ich entschieden habe, so spontan. Oh Gottes Willen. Ephraim, was bist du für ein Monster? Ich habe übrigens keine Heiler dabei. Das heißt, ich muss auf die Elixiere und Heilmittel zurückgreifen, die die Leute hier so haben. Also sollte ich hier keine Spielchen spielen und direkt mit dem Regen live angreifen. Können wir mal gucken, wie es aussieht. Leider nicht sonderlich anders. Okay. genau, was ich entschieden habe. Demokratisch mit mir selber. Ich würde sagen, die Parts sollten schon so an die 20 Minuten gehen hier. Ich bin eigentlich ein Fan von kurzen Videos, weil wer guckt sich so ein 30-Minuten-Video an? Das ist doof. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich nur 15-Minuten-Parts mache, dann werden wir in 10 Jahren noch nicht fertig sein. Und das ist ja auch nicht so das Ziel, um ehrlich zu sein. Der Typ macht mir 0 Schaden? 10 Angriffe. Wirklich? Ist er heftig. Okay. Ich meine, darf er machen. Er darf 0 Schaden an mir machen. Gerne. Gut, dann warte ich einfach mal. Also wie gesagt, dass das Let's Play auch irgendwann mal zu Ende geht, möchte ich halt, wie gesagt, 20 Minuten Parts machen. Das ist dann etwas besser. Ja, jeder Part noch 5 Minuten mehr. Das wird irgendwie verkraftbar sein. So. Haben wir eigentlich einen Schlüssel bekommen? Ja, haben wir. Okay. Sehr cool. Problem ist, da erwarten uns dann Magier drin und noch jemand. Vielleicht schließe ich mit Orson auf. Dann gleich und na, kann ich mal machen. Aber zunächst wollte erstmal jemand EP kriegen. Ich glaube, Ford tötet mal ihn hier. Ja, perfekt. Schön mit dem Langspeer in die Fresse rein, wie der sich das gehört für damals. Die damaligen Verhältnisse. Und Ephraim tötet ihn sogar nicht. Das ist ganz angenehm. Aber er kriegt echt viel Schaden. Die Frage ist, kannst du danach irgendwas ausrichten? 12. 100%. Und du machst wie viel? Oh, aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist schon übel, ne? Die ist nicht so geil. Dann bleibe ich hier stehen, die Runde. Aber mit dem Schwert, damit das dann passt. Ansonsten, Orson nimmt tatsächlich den Schlüssel. Dann kann er das nämlich aufschließen in der nächsten Runde. Und ja. Ja, ich möchte eigentlich... Warte kurz. Ich tausche mal eben ein Heilmittel rüber und nehme das direkt. Dann kann nämlich Ephraim in der nächsten Runde da reinstürmen mit Ford und Kyle. Und ja, der Orson hat wenigstens aufgeschlossen, hat irgendwas Nützliches gemacht in der Runde. So, leider keinen zweiten Angriff. Kyle und ich weiß nicht, wer mir am liebsten bisher gefällt. Ich glaube Ford. Aber ich schätze einfach mal, Ephraim ist halt wirklich der stärkste von allen. Der haut halt wirklich abnormal rein. So, wegen EP gebe ich das an Kyle dann. Der ist ein Level drunter. Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen. Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst einfach nur. Aber sind das Brüder? Kyle und Ford? Würde irgendwie passen, ne? Ich öffne mal die Tür hier. Und gehe wieder zurück.
dann... Das ist ein Fernkämpfer. Guck mal vorne, wie viel Schaden kriegst du von dem? 6, das ist nix. Dann steh bitte hier draußen und empfange ihn recht herzlich mit einem Langspeer im Gesicht. Vielen Dank. Ich habe gerade ein bisschen drauf gehofft, dass der Magier crittet, damit ich das mal sehe. Aber nein. Es ist gut, dass es nicht passiert ist. Kyle tötet weiterhin mit dem Schwert. Ich will die Waffen-Experience ein bisschen fördern. Ich hoffe, das reicht übrigens alles hier aus. Ne? Wir haben ja keinen Heiler. Und ich hoffe, diese ganzen Heilmittel, die wir bekommen haben, reichen aus für diese 4 Einheiten. Oder für diese 3, die wir benutzen. Es wäre sonst echt doof, wenn nicht... du hast einen Tonschlüssel auch, dann würde ich sagen, Mensch, wie viel kriegst du denn? 6 Schaden, ja, komm, das geht noch. Dann würde ich sagen, bleibst du hier stehen und empfängst ihn recht herzlich. Und Ephraim hat keinen Schlüssel. Nee, der geht mal nach oben. Da kommt keiner entgegen momentan noch, aber das wird sich bestimmt noch ändern. Und Orson läuft auch mal mit vor. Einfach, um ihn da zu haben. Nicht, dass er irgendwas tut. Aber um ihn notfalls da zu haben, falls Ephraim Probleme haben sollte. Ephraim ist ja immer noch, das ist ja eigentlich hier von den ganzen Leuten der unterlevelste. Obwohl er am besten reinhaut tatsächlich, aber gut. Schön, Ford tötet ihn. Super. Ich glaube, ich komme bei den beiden mit den Namen noch ein bisschen durcheinander, weil die wurden im selben Kapitel eingeführt. Die sind beides Kavallerien-Einheiten und dann kommt doch dazu, dass sie irgendwie fast gleich aussehen. Nur von der Haarfarbe unterscheiden sie sich. Wenigstens das. Komm, geh mal wieder zurück hier. Und du begegnest ihm hier oben und haust ihm eine in die Fresse, wenn es geht. Mit der Stahllanze, bitteschön. Und wie gesagt, Orson ist nur so mentale Unterstützung bei dem ganzen Prozess. Hau ihm die Klöten weg! Mit einem Crit, bitte. Ich will den... Ephraim. Mensch. Auch gut, dass der Bogenschütze hier nicht durch kann. Okay, was da? Verlangsamt wahrscheinlich um ein paar Felder. Ich meine, der kann ja hier... 1, 2, 3, 4, 5. Dann verlangsamt Wasser um 3 Felder? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht können auch Bogenschützen einfach nicht durchlaufen. Das kann natürlich auch sein. Gut, mach mal diesen armen Mann hier... kaputt. Nein, ach komm, nein. Warum? Ephraim, verdammt. Wir hatten so eine gute Connection bisher. Es muss ernsthaft Orson einschreiten. Aber sieht aber cool aus, muss man auch lassen. Er sieht schon cool aus. Und er hat ein Silberschwert. Kann ich das Silberschwert nicht einfach abgeben an andere? Das würde voll Sinn machen, ne? Na gut, ein Elixier kriege ich nochmal. Gut, also ich glaube, um Heilmittel brauchen wir uns keine Gedanken machen. So viele sind ja auch nicht so viele Einheiten. Aber wir müssten darauf achten, dass wir immer wieder ein bisschen voll heilen. Dass wir dann nie unvorbereitet reingehen. Wie krass müssen diese 4 eigentlich sein, wenn die alleine so eine ganze Festung zerlegen können? Das ist, warum eigentlich schickt man die nicht gleich zu den Oberbösewichten rein und die machen einfach alles kaputt? Scheint ja gut zu funktionieren, so diese Ein-Mann-Taktik. Komm, nimmst du mal ein Elixier. Keine Lust, da jetzt 3 Runden zu verschwenden, bis du voll geheilt bist. Wie weit kommst du denn, mein Freund? Okay, dann kann ich tatsächlich bis hier hochgehen und ihn in der nächsten Runde mit Kyle dann, naja, sagen wir mal, ganz nett behandeln. Oder auch nicht, verdammt, okay. Dann sollte wahrscheinlich wieder Ford ihn anlocken können. Ich muss aber aufpassen, dass er nicht kommt. Okay, das geht hier auf dem Feld. Ford, walte deines Amtes. Nicht retten, nein. Langsperr bitte nur, das reicht. So. Okay, los geht's. Komm an, Bogenschütze. Und wieder gute 10 Schaden. Ich frage mich auch, wie so ein Langsperr-Crit aussieht. Das haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Ich frage mich, ob wir überhaupt alle Animationen in diesem Let's Play sehen werden. Ich bezweifle das sogar ein bisschen. Komm, Kyle macht den Endkill. Der braucht ein bisschen EP. Wobei, eigentlich glaube ich, brauche Ephraim am meisten. Wobei Ephraim von der Stärke halt schon der krasseste ist bisher. Mit seinen 2x28 Schaden vorher. Das war respektabel. Ja, kann gerne für ihn gehen. Das wäre ich egal. Eigentlich ist mir egal, für wen er geht. Kann auf alle gehen.
Komm. Stell einfach mal rein. Außer für Orson, weil der braucht die IP nicht. Für wen wird er sich entscheiden? Wer ist dein Herzblatt? 1, 2 oder 3? Und er hat anscheinend ein Auge an Forde gefunden. Schön. Da haben sich doch zwei gefunden.